Ja, sensationell. Es schmeckt fein, es sieht gut aus. Und ich finde, die zwei Arme haben das mit sehr viel Charme und sehr viel Liebe serviert. Das war sehr, sehr fein. Es ist unglaublich eindrücklich, dass so zwei Roboterarme ja, eigentlich den Mensch ersetzen und das Raclette so zubereiten können. Ja, das ist etwas Neues für mich. Ja, bis jetzt wurde das nur von Menschen gemacht für mich. Heute war es der Roboter. Das war interessant. Funktioniert tiptop. Funktioniert tiptop. Kleiner Fun Fact, ich habe das selber auch schon probiert. Das hat überhaupt nicht geklappt. Der Roboter macht es besser als ich. Ich gehe davon aus, dass es sicher aus Unterstützung wird der Fall sein wird. Ja. Ich meine, niemand ersetzt den Menschen. Es sind ja nicht nur die rein mechanischen Werte und Qualität, es sind auch die Fehler, die eigentlich den Charme machen von einem Produkt, das man hat. Aber schlussendlich für die grosse Masse zu servieren und das Ganze zu skalieren, habe ich das Gefühl, ist das sicher dort, wo wir hersteuern. Ja. Also es nimmt sicher viel Arbeit ab, ein Mensch. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass eigentlich ein Mensch nicht durch einen Roboter ersetzt werden kann, aber es nimmt einen grossen Teil der menschlichen Arbeit ab. Ja. Ich glaube, so, dass die Arbeit vom Koch ist, glaube ich, schon eine Arbeit, die ich sehe, dass es wohl sehr lange dauern wird, bis der Roboter übernehmen soll. Es ist schon noch mit Feingefühl. Aber ich sehe schon, dass der Roboter immer mehr machen kann und helfen kann. Ja. Es ist in gewisser Weise so romantisch zu sehen, dass so ein Roboter den Job, den ja eigentlich ein Walliser oder eine Walliserin ja macht, oder konstant steht, oder auch machen kann, sodass alle sitzen können und anständig Prost machen können. Ich meine, es kommt immer jemand zu kurz. Und super zu sehen, dass das so geht. Ja, es ist noch nicht so lange her, als ich es das erste Mal selber probiert habe. Ich kann sagen, dass der Käse dort ist runtergelaufen, wo er nicht sollte, nämlich ziemlich auf allen Seiten. Und wenn du dann etwas abschaben willst, dann funktioniert das eben gar nicht mehr, weil da ist auch nichts mehr drauf.